willkommen hier zu unserem Tonstudio. Unser Tonstudio ist dafür da, weil wir denken, Digitalisierung und Kreativität ist eng miteinander verwoben. In unserem Tonstudio kann man verschiedene Dinge tun. Man kann Podcasts aufnehmen, man kann singen natürlich. Die Qualität da drin ist besonders gut, weil der Klang gut gehalten wird. Wir haben hier vorne einen Mischpult. Hier von außen kann man Musik einspielen. Hier haben wir jetzt einfach ein Tablet angeschlossen. Das ist so der typische Standardfall im laufenden Betrieb. Über YouTube wird ein Video eingespielt. Auf den Kopfhörern drin kann man das hören, mitsingen und wir können das Ganze über einen USB-Stick auslesen, später am Computer bearbeiten. Wir haben hier die verschiedensten Kanäle, die wir in der Lautstärke abmischen können. Ja, in der einfachsten Form ist das alles so eingestellt, dass man hier nichts kaputt machen kann. Wenn wir in höherwertige Aufnahmen kommen wollen, dann würden wir die Mikrofone tauschen. Wir haben noch sehr hochwertige Mikrofone da für Gitarre, für Klavier, Trompeten da. Das Klavier passt natürlich nicht ins Tonstudio, aber alles andere können wir aufnehmen, dann später nachbearbeiten. Wenn jemand kommt, der hier wirklich Ahnung von hat oder von uns eine ordentliche Einweisung gekriegt hat, dann schalten wir eben auch ein paar Dinge so frei, dass man hier noch deutlich mehr rausholen kann. In der einfachsten Form kann ich das Mischpult vielleicht mal kurz erklären. Ja, wir sehen hier die verschiedenen Eingangskanäle. Im Moment angeschlossen sind die beiden Mikrofone. Das heißt, wenn zwei Mann nebeneinander singen, kann ich hier ein bisschen die Lautstärke einstellen, wenn der eine lauter ist als der andere. Ich kann hier drüber den Hintergrundsound einstellen. Und hier sind 6 Kanäle, wo ich weitere Mikrofone einstellen kann. Die Hauptlautstärke regle ich hier drüber. Und hier haben wir in der einfachsten Form erstmal 4 Hall-Effekte eingebaut, sodass ich ein bisschen Echo reinbringen kann und ein bisschen spielerisch herausfinden kann, was theoretisch möglich ist. Über den Profi-User kann ich hier dann eine ganze Bandbreite an Effekten reinlegen und viel, viel mehr Funktionen, die über das Video hinausgehen würden, noch Dinge abmischen. Wenn euch das Video gefallen hat, werden euch rechts 2 weitere Videos vorgeschlagen oder ihr könnt links unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vorbeikommt und alles einmal live anschaut.